Herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Opa Zockt, der Transport Fever. Ich bin aus dem Urlaub wieder da und es geht dementsprechend gleich wieder Vollgas weiter. Wollen wir mal gucken. Mal ganz kurz reinarbeiten. Ist wieder 3 oder 4 Tage nicht mehr aufgenommen oder 5 Tage sogar. 39.000 Verlust. Die Personenzüge rasen hier. Achso, warte mal hier. Schneller erstmal. Genau, ich weiß wieder, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar auf der Linie hier. Öffentlicher Personennahverkehr, das ist Trendelburg. Dieses hier. Fahrzeugersatz. Und zwar gehen wir da jetzt auf den Fahrzeugersatz ein. Und Gütertrendelburg, der hier Fahrzeugersatz, da auf das dicke Pferdefuhrwerk. Fahrzeugersatz ein. Öffentlicher Personennahverkehr Hauptnetz, da haben wir schon Fahrzeugersatz drauf. Das heißt, wir brauchen noch Feddersteich. Fahrzeugersatz, den hier. Okay, an. Oberwesel, Fahrzeugersatz, den, das und an. So, Linienmanager, Baumaterial, Güternetz brauchen wir es nicht. Lebensmittel brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Habe ich den gar nicht angemacht. Den haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Steine brauchen wir denn? Okay, dann haben wir alle drin. Und dann wollen wir mal den Fahrzeugersatz hier starten. Und zwar gucken wir uns das auf der Linie hier an. Da sind schon die ersten drauf. Postkutsche. Was kostet denn so ein Sofortersatz hier? Ah, guckt euch mal die Preise hier an, wie die Preise gestiegen sind. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal diesen hier an. 2,64. Ah ne, da, 3,66. Damit sollten wir die wahrscheinlich wieder dann nach und nach in die Gewinnzone bekommen. Oh, das war der falsche, den brauchen wir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir könnten hier fast noch ein, upsala, fast noch ein paar mehr eigentlich drauf haben. Wobei ich würde die Linie Trendelburg. Trendelburg, Trendelburg. Diese hier. Trendelburg würde ich ganz gerne sofort ersetzen. Komplett. Weil 9.000 müssen wir mal gucken. 8. Da könnten wir ein paar mehr mit reinbekommen. Damit sollte auch die Stadt hier deutlich schneller wachsen wieder. Und hier oben sollten natürlich dementsprechend auch deutlich mehr Passagiere ankommen. Ingo Schmidt, der Ingo. Guck mal da, 5 Leute. 5 Leute. Und das sollte sich dann hier auch abbauen. Ihr wollt Richtung Zentrum.
Genau, das heißt, ihr könnt die gar nicht mitgenommen werden, weil die ja einfach mal voll sind. So, und unsere Züge, die jetzt hier ankommen, haben ja schon eine Kapazität von 82 und von 72. Nehmen alles mit. 43 und 72. So, und da wird jetzt interessant, ob wir die Linien hier ins Plus bekommen. Also der sollte auf jeden Fall funktionieren. Wie gesagt, ansonsten nehmen wir jetzt die Steinzüge hier runter. Wobei die Steine ja Gewinn machen. Aber die Baumaterialien halt nicht. Und das frisst uns halt den ganzen Gewinn auf. Da würde es eher... Wo ist unser Zug? Der hier. Der ist halt auch knapp an der Grenze. Und die komplette Linie. Ja, mal machen sie ein bisschen Verlust. Ist halt noch eine schwierige Sache. Aber wie gesagt, die schaffen es halt einfach nicht. Dafür haben unsere Steine sind auch knapp bei Kasse. Gut, und dadurch, dass jetzt hier auch ein massiver Fahrzeugersatz gerade durchrumpelt, aber guck mal, da sind noch drei Güter Trendelburg. Pferdefuhrwerk. Sind das hier schon die großen? Das sind die kleinen. Das sind auch die kleinen. Also es sieht danach aus, ob da noch gar nichts ersetzt worden ist. Zug ist auch schon 20 Jahre jung alt. Ja, 73,9. Peng. Schwierige Geschichte. So, Fahrzeugersatz. Da fehlt noch einer. Eine Postkutsche noch. Aber hier, es geht in die Gewinnzone rein.
69 und 49. Kann er nicht mitnehmen. Kann er mitnehmen. Schwierige Geschichte. Einnahmen. 1,8. Fahrzeugersatz durch. Fahrzeugersatz durch. Fahrzeugersatz durch. Jetzt fehlen die hier. Siebenhundertneunzigtausend Verlust. Das macht eigentlich. Ja, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Noch nicht. Aber wie gesagt, wenn sich der ÖPNV Trendelburg jetzt hier dauerhaft in die Gewinnzone arbeitet, macht das natürlich schon dann wieder einen Unterschied. Vor allem, weil die Betriebskosten ja auch gesunken sind. Eventuell, das werden wir erst im nächsten Jahr sehen. Aber wie gesagt, 6.000 sind 6.000. Die wir aber dann wahrscheinlich mehr ausgeben im von den Kreditzinsen her. Wenn wir die jetzt hier noch dazu bekommen, guck mal an hier, die eiern auch halt ganz knapp, wirklich ganz knapp am Dings rum. Eine Pferdetram. Ah ja, ja klar, es ist ja Tram. Aber die Baldwin. Die Baldwin ist da. Und die 114.000 im Jahr. Aber die zieht schon mal richtig was. 600.000. Einnahmen 208. Eisenbahn gestiegen, Straße auch gestiegen. Oh, und jetzt geht es hier richtig rund. Was ist denn jetzt auf einmal hier los? Das ist mir zu wenig. Siebenundsiebzig, das ist in Ordnung. Boah, was die Züge aber auch machen, ne? Das ist der Wahnsinn. Was hast du für ein Fahrzeugwert? 1,22 Millionen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, die Steinlinie einstampfen würden, dafür unsere Personenlinie ausbauen würden. Na guck mal, hier kommt jetzt schon immer mehr rein. Richtung Feddersteich. Das ist nach oben. Das heißt, das ist der Zug hier. Lässt 33 stehen, das ist untragbar.
Ist das laut? Ist das laut? Guck mal, der ÖPNV Trendelburg, ne? 13.000. Okay. Nein, da. 13.600 im Plus. Das hebt die Kreditzinsen definitiv. Haben wir da ein Plus von getragen. Wie sieht das mit der Versorgung hier eigentlich aus? Mittelmäßig gut. Oh, wir haben ganz schön viel an Arbeitsplätzen verloren. Aber die sollten jetzt wieder wachsen. Alle voll an, ne? Ist die Frage, mehr Fahrzeuge auf Trendelburg? Ich würde es fast behaupten. Tja, oder auch nicht. Ich weiß, warum der Fahrzeugersatz dort nicht funktioniert. Die Fahrzeuge sind noch zu jung. Da kommt der Zug, komm schon, noch vor Monatsende. Ganz knapp. So, drei, Fahrzeug 53. Das ist jetzt die Trendelburger Linie. Die jetzt nach und nach abgegradet wird. Weil dann könnte man da auch eventuell ein oder zwei Fahrzeuge runternehmen. Weil die Frequenz reicht jetzt im Moment. Güter-Trendelburg. Lebensmittel 129 und Steine 266 macht 300, ja knapp 400. Güter Trendelburg da 421, da könnten wir sogar schon einen runternehmen. Kannst weg. Genau, auf 400. vierundzwanzig sogar. Kann noch einer weg. Nicht unbedingt der. Der auch nicht, aber der hier. Acht reicht mir vollkommen aus. Ja, 86.000 ist wieder für neue Fahrzeuge. Müssen wir mal schauen.
Schauen wir mal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es heißt, Opa zockt, Transport Fever. Ich mache Aussage. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.